Mein Name ist Christian Sibaschan. Ich bin 26 Jahre alt und mache gerade meine dreijährige Ausbildung bei der Firma Karogge, Spezialbau GmbH. Ja, als Stuckateur macht man viele Dinge auf dem Bau. Man macht hauptsächlich zum Beispiel Fassaden, Außenfassaden, man macht Innenstuck, Außenstuck. Man macht zum Beispiel, viele Gebiete sind Formbau. Auch Putz ist ein Teil des Stuckateurs. Und ein großer Teil ist halt, wie gesagt, die Außenfassade generell, wie zum Beispiel auch Wärmedämmung, Putzen generell und alte Stuckfassaden neu herrichten bzw. alte Ausbesserungen, Restaurierungsarbeiten, sowas. Der Tagesablauf ist relativ unterschiedlich. Man kann nicht genau sagen, man hat jeden Tag das Gleiche, weil man viele Aufgaben als Stuckateur hat. Man richtet erstmal, man kommt auf Baustelle und richtet sich erstmal ein, je nachdem, welche Arbeiten anliegen. Man fängt an mit Schützen, Altbestand bzw. Arbeiten, die nicht dreckig oder angefasst werden dürfen, sollte man schützen, abkleben, bevor man mit der eigentlichen Arbeit beginnt. An dem Beruf finde ich schön oder gut, dass man halt viel sieht. Erstmal, dass man erfährt, wie Stuck aufgebaut ist, wie man von der rohen Fassade über zum eigentlichen Gesamtbild im Nachhinein dann überhaupt kommt, wie man das errichtet. Naja, das also unschöne Dinge, sage ich mal, wenn man viel draußen arbeitet, sind halt die Witterungsbeständigkeiten. Also man ist halt dem Wetter ausgesetzt und man hat halt auch körperlich etwas schwerere Arbeiten, sage ich mal, wenn man zum Beispiel Säcke tragen und schleppen muss. Man sieht halt von Grund auf, wie ein Haus im Rohbau zu einer fertigen Fassade entsteht, wie man Stuck anbringt, überhaupt zieht oder herstellt von Grund auf, wie man Form baut, Form ausgießt, wie man Altbestände wieder halt so herstellt, wie sie, sag ich mal, im Ursprung hinterlassen wurden, beziehungsweise wie man sie repariert. Ich würde diese Arbeit jedem empfehlen. Also Stuck ist ein sehr schöner Beruf, weil man halt auch Stuck nicht ersetzen kann, wie in vielen Berufen mit Maschinen. Man kann halt, Stuck kann halt nur eine Person machen. Man baut wie damals Schablonen aus Holz, aus Blech und das kann halt keiner ersetzen und deswegen kann ich diesen Beruf immer nur empfehlen. Also wir haben in unserer Firma 30 Tage Urlaub und arbeiten 40 Stunden die Woche und das macht dann halt 160 Stunden circa im Monat. Und man verdient im ersten circa um die 529 Euro, habe ich verdient. Das steigt aber jährlich, also die Azubis aus dem jetzigen ersten Lehrjahr verdienen schon wieder mehr als ich. Also ich habe ungefähr im ersten 529, im zweiten habe ich dann ca. 730 verdient und dann im dritten halt 910 bis 920 Euro. Es lässt sich gut leben, man hat halt viel Kenntnisse vom Bau und man läuft halt nicht mehr blind durch die Straßen, sondern guckt sich halt Gebäude an von außen, guckt sich Innenstück an, guckt wie er gemacht ist, guckt wie er aussieht und von daher lässt sich das eigentlich schon ganz in Ordnung leben. Mein Lieblingswerkzeug. Ich würde sagen, es ist die Ziehklinge. Also das habe ich hier. Das ist eigentlich so das Werkzeug, was jeder Stuckateur in der Tasche hat. Die Ziehklinge und das Stuckeisen. Und das sind so meine Lieblingswerkzeuge.